Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Belgi Profonde. Ja, guck mal, ich habe vom Bernie jetzt hier den Fermenter hingesetzt. Ich habe dem Dreschkasten gerade schon gesagt, hier hör mal zu, lass mal Stroh fallen. Weil, vom wegen, wir machen aus Stroh Silage und können unsere BGA damit befeuern. So ist der Plan. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Ladewagen und ich wollte einen Schlepper ausprobieren. Weil, wegen... Ich habe doch hier auch noch irgendwie einen Ladewagen, ne? Ach, den habe ich hier, glaube ich, gar nicht aktiviert, oder? Ist der hier? Der, was kann der denn? Ah, 24 km/h. Lass uns den nochmal nehmen. Oh, ne, nicht weiß. Ja, nee. Mach mal hier, Trelleborg. Friedestein, Standard. Der hat ja nur 20 Kubik. Nee, dann machen wir zurück. Wir nehmen dann hier, glaube ich, Strautmann, ne? Strautmann können wir fahren. Breit, na Logo. Abdeckung, yo. Siliermitteltank, yo. Kennzeichen. S, V. Okay. Kaufen. Jo. Und ich habe einen Schlepper vom Olli mit reingenommen. Den würde ich gerne mal ausprobieren, ne? Die mieten wir aber jetzt nur. Damit wir auch Kohle behalten. Da, den. Obwohl, den können wir auch kaufen, ne? Zu teuer ist er ja gar nicht. Michelin. Ist nur Standard, ne? Mieters? Sollte schon Breitreifen haben. Oh, nee. Was haben wir denn noch? BKT. So, oh, die sehen gar nicht schlecht aus. Was ist das denn hier? Ne, das brauchen wir nicht. Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Ist immer gut. Nee, volle Pulle. GPS brauchst du heutzutage. Ja, Logo. Den kaufen wir. Ach, da gibt es ja noch mehr. Was kann man hier machen? Oh, das Hellgrau finde ich cool. Und dann geht's. Chrom, weiß. Nee, Fendt weiß. Das sieht gut aus, ne? Den kaufen wir. Kaufen. Jetzt haben wir schon wieder Geld ausgegeben, was ich eigentlich gar nicht wollte, ne? Aber ich möchte Silage machen. Oh, ich muss eben meinen Dreschkasten abtanken. Und da muss der Svenny jetzt mal den Wagen zum Hof fahren. Sonst Kram. Wenn nicht, muss man nächste Folge eben. Zepterab. Aber wie gesagt, ich lasse das Stroh deswegen jetzt extra nochmal fallen. Weil ich mir gedacht habe, weißt du was, da können wir auch Silage regenerieren, ne? Erzeugen. Wir haben die Möglichkeit. Ha, dank Bernie, ne? Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Dank dem lieben Bernie haben wir die Möglichkeit, hier Silage noch abzuzocken. Mach auf! Juppie. Ich habe aber auch jetzt einen Helfer eingestellt. Ne? So viel Fläche werde ich, glaube ich, erstmal nicht mehr dazu kaufen, ne? Das wird sonst zu viel, glaube ich. Oh, zu viel kann man ja eigentlich nie haben, aber... Wie heißt es nicht, dass wir uns da übernehmen jetzt? Wenn nicht, wisst ihr ja, wie das geht, ne? Fläche kriegt man immer dazu, aber Maschinen brauchen wir auch noch, ne? Guck, Wagen schon wieder voll, ne? Das müssen wir erst erledigen. Aber das läuft dann hier schon mal wieder, ne? Jetzt sind wir noch. Ne, da ist die Auswahl. Ich wollte gerade sagen, sind wir da dran vorbeigebrackelt oder was? Wäre nichts Neues, ne? Svenny-like. Ja, mein Flügomat ist am Flügen.
Das hatte ich schon mal wieder eingestellt, ne? Ja, das läuft, das läuft, das läuft. Ja. Genau. Das läuft, das ist erledigt. Das, da habe ich auch einen Checkhaken hinter. Ach, den Düngerstreuer, den wollte ich auch einen neuen kaufen, ne? Kann sein, dass wir den anderen Waldra dafür wegtun. Das weiß ich noch nicht. Erstmal lassen wir jetzt vier Schlepper. Aber ich wollte den Fendt gerne ausprobieren. Wenn der von lieben Olli kommt, dann kann der nicht schlecht sein, ne? Vom Mr. O. Weil der hat auch immer sonst einen guten Geschmack. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich habe den 900er noch nicht mit reingenommen. Eigentlich hatte ich den sonst für die Old Stream geplant, ne? Da würde der, glaube ich, auch noch ganz gut hinpassen. Aber da ist hier Tollers, wegen Rübenernte und so, würde ich den noch auf der Old Stream auch einplanen. Ich habe ihn jetzt hier auch gekauft. Damit auch mal ein bisschen Abwechslung im Fuhrpark ist. 300 PS, kannst du mit vorne. Weil wir haben ja hier doch größere Gerätschaften, ne? Und Stroh. Klapper ich noch hier im Fermenter. Und hab Silage. Was will ich denn mehr? Kann ich meine BGA anfangen mit zu befeuern? Und wir müssen auch einen Rübenacker kaufen, ne? Von wegen Rübenschnitzel und so. Ja, schauen wir mal. Ein nach die anderen. Wichtig wäre jetzt mal da hinten die Fläche auch abgeerntet zu haben, ne? Guck mal, da ist unser neues Gespann. Da freue ich mich ja gleich drauf mitzufahren, ne? Vielleicht schaffen wir das diese Folge noch. Aber ich denke, da können wir von ausgehen, ne? Dass wir das diese Folge noch schaffen. Und wenn nicht, machen wir es nächste Folge. Das läuft hier. Zwar nicht immer so, wie es soll, aber es läuft. So, Abflug. Abflug zu die Fläche. Oh, die ist auch schon ein bisschen älter, wa? Ganz neu gesehen. Ja, guck, der ist hier jetzt fleißig am Flügen da hinten noch, ne? Macht er so. Was macht der da eigentlich? Kann mir das mal einer verraten, was der da. Ich frag nicht. Nee. Nee, fragen ist manchmal überflüssig, was Cosplay macht. Lieber machen lassen und gar nicht erst gucken. Das sieht aus, als hätte der irgendwas. Oder fängt der in der Mitte an? Kann ja gar nicht. Cosplay ist manchmal. Liegt am Bediener, ne? Cosplay? Okay, mit den Winkpunkten. Da tut Cosplay sich manchmal schwer, ne? Aber ich habe ihn genau da wieder eingestellt, wo er stand. Dürfte eigentlich nicht so viel Probleme haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Aber ich bin auch, weiß ich nicht, ne? Trifft's am besten? Weiß ich nicht. Schieb Karton. So, dann gucken wir uns das neue Moped mal eben gleich an. Ist schon wieder voll. Gibt's doch gar nicht. Ich war doch gerade erst bei die Hof. Halt an da! Mach raus, die Hupe! Stehst du nämlich gleich in der Frucht, da habe ich keinen Bock drauf. Oh, nee! Huh! Das war aber knappes, ne? Gut, dass wir so einen wendigen Schlepper haben, du. Da wollte mich doch gerade noch veräppeln. Heider nein. Heider nein.
stellen wir den eben hier an der Seite. Nee, das sieht so aus wegen der einen Bahn. Hier unser neues Moped. Cool, ne? Habe ich mit GPS gemacht und so. War schon prickelnd, ne? Schnacki-like, wa? Leichte LED-Probleme. Warum ist das spiegelverkehrt da drin? Bin ich besöppelt oder was? Muss das so? Das ist doch spiegelverkehrt. Richtig? Das ist doch spiegelverkehrt, die Schrift da in der Armatur, okay. Gib doch mal Schubrakete. Hat der eine gute Hupe? Ne, alberne. Will jetzt aber mal gucken, was die Möhre so hergibt, ne? Sag mal, Kollege, du bist ja auch falsch in der Welt, ne? Läuft auf die Straße. Hast du gesehen da? Spiegelverkehrte Zahlen. Beim Schlepper habe ich auch noch nicht gesehen, ne? 52? Ne, 55. Krass, krass, krass. Ja, schon geniales Gespann, oder? Hä? Sag mal ehrlich. Fahren wir jetzt gleich mal eine Runde mit auf den Acker. Wenn er nämlich gut durchzieht, dann nehme ich den auf World Stream mit rein. Dann sage ich jetzt schon. Da brauche ich einen dicken Schlepper. Mit ordentlich Wumms. So, Abfahrt hier. Oh, ist schon eine Ladebude, ne? Mit Klappe. Echt, der gefällt mir. Müssen wir hier nicht gleich ab? Ja, ja. Läuft der Hobel, wa? Ha! Echt gar nicht uncool. Können wir direkt Stroh in den Rinderstall schmeißen, ne? Hätte ich mal erst drauf... Hätte ich schon mal eher drauf kommen sollen, ne? Guck mal, mit Räucher. Das lobe ich mir, wenn die denn so ein bisschen räuchern, ne? Das finde ich cool. So gedruckt, ne? Läuft. Schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich cool. Gefällt mir, ja. Ein bisschen spiegelverkehrt da drin, das kannst du schon mal haben, ne? Musst du mit leben? 1, 2, 3, 4. Cooles Moped, ey. Läuft. Ich hab da ganz schön viel liegen lassen, wa? Ne, geht, geht, geht. Das Büschchen können wir runtergrubbern. Das Büschchen können wir runtergrubbern, Leute. Da guck mal, ey, der rennt gar nicht so uncool. Der lohnt sich. Wo ist denn her, Olli? Ich kann nicht auf den Schirm gehabt. Cooles Moped.
Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss ich ja ehrlich sagen. Mal ein bisschen an Räuchern, ne? Wegen. Ja, guck. Läuft. So, liebe Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.